Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, heute zu der besten Low-Budget-Methode, die aktuell geht. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben, sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich mich erstmal bei euch bedanken, Freunde. Wir haben die 20.000 Abonnenten endlich geknackt. Vielen, vielen Dank an jeden, der am Start ist, der meine Videos immer schaut, der hier abonniert hat. Kuss geht da raus. Vielen, vielen Dank, Freunde, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. So Freunde, checkt noch gerne meinen neuen Partner aus und mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 5%. Ab geht's. So Freunde, da fangen wir auch direkt an. Ihr seht 61 Verkäufe und das ist jetzt gerade mal die dritte Folge hier auf dem zweiten Account, wo ich jetzt hier aufnehme. Und wir haben jetzt schon fast die 100.000, also wenn ich den Rest, den ich noch habe, so gesehen verkaufe, habe ich hier 100.000 gemacht in drei Folgen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Wir werden hier wahrscheinlich heute Abend im Stream so eine 100k ÜV-Liste bauen. Ich hoffe mal, das werden 100k, aber das sollten glaube ich schon 100k werden. Wenn nicht, ist es halt eine 90k ÜV-Liste, aber das werden wir heute Abend im Stream bauen, Freunde. Vielen Dank, wie gesagt, gestern im Stream haben wir das erreicht mit den 20.000 Abonnenten. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, die Kuss geht an jeden raus, Freunde. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich jetzt gar nicht mehr so lange rumlabern. Fangen wir direkt an, um was es heute geht. Und ihr werdet schon sehen, es geht um gehypte Spieler, die in den Top-Partien sind. Mit denen könnt ihr sehr, sehr gut traden. Wir gehen erstmal alle durch, die ich verkauft habe, Freunde, dass ihr das genau seht. Das Prinzip, ihr seht hier, ich habe die für die unterschiedlichsten Preise verkauft, aber für dieselben Preise immer eingekauft. Ihr seht, ich habe die meisten so zwischen 700, 800, viele auch für 600. Leipzig-Spieler gingen jetzt nicht so gut weg. 650 habe ich für die meisten von Leipzig, glaube ich, bekommen. Ja, ihr seht das hier, 650. Ich habe die alle so für 400 erboten und ersniped. Das zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Ihr könnt das im Endeffekt mit jeder Top-Partien-Mannschaft machen, die nicht auf Abstoßpreis ist. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ich habe das auch noch mit einer anderen Liga gemacht. Dann zeige ich euch das natürlich gleich. Ihr seht das hier, wie gesagt, auch diese Silberspieler, die habe ich für 200, 300 bekommen. Obwohl, den habe ich, glaube ich, für 350 bekommen, weil er selten war. Genauso wie ihn hier. Er hier war noch auf der Liste. Also er hier hat nichts zu tun, der Italiener. Und die hier könnt ihr auch relativ günstig erbieten. Warum? Die werden auch für die Top-Partien SBCs benötigt. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Wir haben hier auch noch eine Bronze-Karte von Leipzig gesniped gehabt. Ich habe den hier für 200 gesniped von Leipzig. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann. Leider sieht man das nicht mehr. Ich habe den für 200 gesniped. Ich zeige euch die Filter natürlich gleich alle. Das ist ein Gewinn bei dieser Karte von 900 Coins. Ihr seht noch hier noch ein bisschen Bronze-Pack-Methode Zeug. Das ist halt das, was ich noch hier auf der Liste habe. Hier wieder ein Jubel. Also wenn ihr diese Jubel in den Bronze-Packs zieht, verkauft die gerne, Freunde. Hier sind noch ein paar drauf. Da könnt ihr sehen, dass ich die für 400 alle geholt habe. Okay, ihn hier für 500 ist jetzt gar nicht schlimm. 400 und 500. Okay, 500. Die Gladbacher könnt ihr für 500 ungefähr holen. Die sind ein bisschen mehr wert. Und er hier, der Orban, den habe ich ein bisschen zu teuer anscheinend reingestellt. Aber ihr seht, wird auf jeden Fall wahrscheinlich für 1k, schätze ich mal, weggehen. Stellen wir den für 1k mal rein. Und auch hier den Wendt nochmal ein bisschen billiger. Und dann gehen wir natürlich auf die Liste und zeige ich euch, wie ihr die snipen könnt, wie ihr die erbieten könnt. Wir werden das auch jetzt hier wegmachen, Freunde. Wie gesagt, ihr habt das gesehen, wir hatten 60 Verkäufe. Haben jetzt noch hier 4 Karten, die nicht weggegangen sind. Die können ja auch mal durchgehen. Ich glaube, da sind keine anderen Sachen mehr draus, außer Bronze-Sachen, die ich halt noch anbiete, die ich halt noch in den Bronze-Packs habe für die Bronze-Pack-Methode. Und wir haben sogar nochmal was verkauft. Was ist denn weggegangen? Einer von denen oder irgendwas anderes? Ja, dann ist es was Unrelevantes, irgendwas von den Bronze-Sachen, die da weggegangen, die gehen auch sehr, sehr gut weg. Ich glaube, ich habe hier sogar noch ein paar Karten erboten. Ja, ihr seht das hier. Wir fangen auch direkt mal mit dem RB Leipzig-Filter an und dann gehen wir zu Gladbach rüber und dann in den MLS-Filter. Was machen wir? Wir schauen natürlich erstmal Bundesliga, RB Leipzig-Spieler, was kosten die? Schauen wir uns erstmal die Leipziger an, danach gehen wir zu Gladbach rüber. Und wir werden sehen, dass alle so wahrscheinlich für 6,50 gingen die vorhin immer weg. Ja, also für 6,50 kriegt ihr eigentlich jeden Verkauf. Wie ihr seht, nach einer Stunde kriegt ihr die problemlos weg für 6,50. Ihr könnt auch 600 machen, dann kriegt ihr die nochmal ein bisschen schneller weg. Dann müsst ihr nicht ganz eine Stunde warten. Ja, dann müsst ihr 10 Minuten warten, dann sind die weg für 600. Was habe ich gemacht? Wenn ich die gesniped habe, habe ich versucht, für 450 oder günstiger zu snipen. Und da kommt relativ oft was rein. Wie gesagt, es gibt auch so viele
Bronzespieler von Leipzig und von Gladbach. Deswegen kommt da schon oft der ein oder andere rein. Gucken wir mal, ob jetzt was kurz kommt, Freunde. Wie gesagt, heute Abend wird da wahrscheinlich werden viele Packs am Start sein, wo die Leute ziehen werden wegen der neuen Promo. Da könnt ihr natürlich schauen, da würde ich die aber nur für 400 snipen, dass ihr null Risiko habt. Wir gucken mal jetzt, was es so auf dem Markt gibt. Nur den Torhüter können wir natürlich immer filtern. Okay, sogar der Torhüter, habt ihr gesehen, dieser Bronze-Heini wurde für 550 weggekauft. Ich wollte das eigentlich so filtern, dass wir hier Schnapper machen können für 600. Also ihr geht hier ganz hinter und dann schaut ihr immer. Ihr könnt natürlich auch hier 150 auf die bieten. Mir ist aufgefallen, mit den Bronze- und Silberkarten kann man oft einen viel, viel besseren Deal machen, weil die Leute das nicht mitnehmen. Okay, den hätte man jetzt mitnehmen können für 500, kann man für 650 verkaufen, obwohl der vielleicht sogar noch für mehr weggeht. Wir sehen hier viele für 400 zum Bieten. Ihr könnt hier auch auf jeden 400 bis 450 bieten, das ist gar kein Problem. Hier, okay, für 550 würde ich den Bronze-Spieler jetzt überhaupt nicht mitnehmen. Das ist kein guter Deal. Aber hier war der nächste zum Bieten für 150. Wie gesagt, die würde ich immer alle mitnehmen, Chat. Oh, ein Orban. Wissen wir, dass er teuer ist? Ihr seht, die Leute bieten hier schon 650 drauf. Orban habe ich auch schon zweimal bekommen, habt ihr ja gesehen, auf der Liste. 600 würde ich nicht mitnehmen. Ihr müsst halt hier immer schauen, dass ihr nur maximal 500. Also das ist wirklich der maximale Preis. Mehr würde ich hier nicht zahlen. Also wenn ihr mehr zahlt, ja, würde ich nicht machen. Macht ja dann keinen Sinn. So macht ihr gerade mal 150 Coins. Wenn natürlich einer für 200 reinkommt, habt ihr natürlich direkt einen dickeren Gewinn. Das ist auch oft der Fall. Oder hier wieder einer für 500. Aber ihr seht, es kommen halt relativ oft welche rein. Das ist halt das Gute. Ihr macht durchgehend eigentlich Münzen. Das ist das Gute. Wie gesagt, Freunde, falls ihr natürlich irgendwie Fragen dazu habt, okay, Champions League Karte hätte ich auch mitgenommen, könnt ihr das natürlich reinschreiben, aber ich denke mal, eigentlich sollte dazu nichts, keine Fragen sein, weil das eigentlich alles selbsterklärend ist, was man hier machen muss. Ihr seht das hier, wie gesagt, für 400 könnt ihr die auch problemlos erbieten. Schauen wir auch mal, ob hier noch einer reinkommt. Okay, 600 nehmen wir nicht mit. Erbietet ihr die? Ihr stellt hier auf 400 und dann bietet ihr einfach die Seiten durch. Auf die Bronzenen würde ich jetzt maximal so 200-300 bieten. Auf die würde ich kein 400 bieten. Die bekommt ihr auch meistens für 150, die Bronzenen. Wie gesagt, 400 bis 450 für jeden. Bei ihm ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er weggekauft wird für 700, weil der natürlich sehr, sehr nah am Mindestpreis so gesehen liegt, weil die Karten aktuell mindestens 600, 650 kosten und da wird auch mal manchmal einer für 700 über den Tresen gehen, so gesehen, Freunde. Ich denke mal, das versteht ihr. Wir gehen jetzt mal zu den Gladbachern rüber. Die sind ein bisschen teurer, aber nicht viel. Ich glaube nur 100 Münzen oder so. Also die kosten so 700, 750, ja, okay, mehr sogar mittlerweile. 750, schauen wir mal, die Gladbacher. Ja, 750 kriegt ihr eigentlich jeden Gladbacher problemlos weg. Das ist das Ding. Hier würde ich empfehlen 550. Das heißt, pro Gladbacher, den ihr sniped, genau sowas meine ich, Chat. Genauso sowas meine ich. Wenn ihr so einen sniped, und der kann natürlich jetzt einiges mehr wert sein. Okay, wir haben hier auch wieder ein paar bekommen. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Ich wollte hier Preisvergleich gucken. Und wir sehen, 1K ist jetzt der billigste. Und wir sehen, ja, der geht für 59 weg. Ich werde den jetzt für 900 reinstellen. Das ist 700 mit einer Karte, mit einer Bronzekarte, Freunde. Und ihr habt jetzt gesehen, wir haben direkt den bekommen. Ja, da könnt ihr natürlich weiter snipen. Der nächste kommt rein. Wie gesagt, wir wissen, die gehen für 750 weg nach einer Stunde. Und da könnt ihr so leicht Münzen machen, Freunde. Ihr müsst natürlich jetzt schnell sein. Das werden natürlich ein paar sehen. Ihr könnt natürlich auch schauen, was gibt es noch in den Top-Partien. Schaut da ein bisschen nach. Ich habe jetzt extra jetzt hier nur das eine Duell gezeigt. Es gibt da natürlich noch ein paar mehr Sachen, die man machen kann. Aber ich denke mal, ja, das sollte euch klar sein, dass da auch noch andere Sachen gehen. Ihr könnt natürlich auch hier auf jeden 400-500 bieten. Hier würde ich ein bisschen mehr bieten, 450 mindestens würde ich hier bieten. Weil ja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr die für glatt 400 erbieten könnt hier, die Gladbacher. Weil ja, die nur mal ein Stück teurer sind, dass das Ding bei denen. Auf dem Traoré würde ich auch 550 spielen, weil der geht immer für 800-900 sogar weg. Benze Baini haben wir auch für 800 verkauft. Aber ja, wie gesagt, solange ihr hier nicht übertreibt mit dem Bieten, 500, so
550 auf gute Spieler noch, aber mehr würde ich hier nicht spielen. Hier die Silberspieler, den haben wir sogar bekommen für 300 vorhin. Okay, ist jetzt teurer. 400 kann man noch bieten. Bieten wir ihn hier nochmal für 350. Und dann, ja, ihr habt das Prinzip, glaube ich, verstanden, Freunde. Wir gehen jetzt kurz nochmal schauen, ob sie schon wieder was verkauft hat. Okay, immer noch der eine, der hier, ja, die Bronzekarte, also ihr seht, die Bronzekarten, auch hier wieder eine für 500 weg. Also die Bronzekarten kommen auch einiges an Münzen zusammen. Ich zeige euch jetzt noch den MLS-Filter. MLS ist auch in der Top-Partie drin, deswegen habt ihr gesehen, ich habe jeden Silberspieler dafür so 400 verkauft. Was habe ich hier gemacht? Ich habe geschaut erstmal natürlich, was kosten die. Hab gesehen, okay, für 350, die sind eigentlich sofort weg. Wenn ihr jetzt sagt, okay, 100 Münzen, ihr könnt auch die für 300 natürlich direkt mitnehmen und für 400 reinstellen, weil für 400 kriegt ihr nach 20 Minuten, ja, 25 Minuten alle weg. Für 400, das ist das Gute. Die werden alle gekauft. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Stunde Zeit, könnt ihr auch 500 machen. Ich wollte jetzt fürs Video hier das schnell zeigen, dass die für 400 auf jeden Fall weggehen. Aber wenn ihr Zeit habt, macht ruhig 500, macht ihr gar nichts verkehrt. Hier würde ich empfehlen, entweder, wie gesagt, hier für 300 zu snipen. Oder ihr stellt natürlich, wir schauen jetzt hier, ob einer kommt, und ihr stellt natürlich hier 250 zum Bieten ein. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe schon Ladung erboten. Und dann bietet ihr auf jeden hier 200 oder 250, wie ihr Bock habt. Geht einfach die ganzen Seiten durch, bietet da drauf und ihr werdet das bekommen. Wie gesagt, ihr habt das gesehen, wir hatten ungefähr 10 verkauft. Haben, glaube ich, auch noch ein paar auf der Liste, wenn mich nicht alles täuscht. Und schauen wir mal, ich glaube, wir haben hier, ja, wir haben hier noch sogar 2 Stück. Haben den Bronze-Typ sogar für 150 bekommen. Der geht für, ich weiß gerade nicht, 650 müsste der weggehen, 600 sofort auf jeden Fall. Haben hier wieder viele bekommen. Also ihr seht, das ist eine sehr, sehr leichte Methode, Freunde, wo ihr easy viele bekommen könnt. Wir bieten die jetzt auch alle noch gemeinsam an, die ich hier bekommen habe. Ihr seht das, wie ruckzuck ihr eure Liste auf 100 füllen könnt. Wenn erst mal die hier, wie gesagt, die hier würde ich so für 400, 450 stelle ich die jetzt rein, weil wie gesagt, jetzt können die Räusche auch ein bisschen länger brauchen, bis die weg sind. Das juckt jetzt keinen mehr. Ich wollte das nur fürs Video zeigen, dass die wirklich weggehen, nicht das heißt, die gehen nicht weg. Hier Benze bei Ihnen, hier haben wir ja gesehen, geht für 800 weg. Und wie gesagt, bei den Goldkarten, ihr macht so meistens pro Karte eure 300-400 Coins, manchmal auch mehr. Kommt natürlich ganz drauf an, wie viel ihr die erboten habt, wen ihr erboten habt. Bei diesem Zerlord zum Beispiel, habt ihr gesehen, ist jetzt nicht der beste Spieler, aber kann man natürlich auch mitnehmen. Der geht halt jetzt nur so für 650, 700 ungefähr weg. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Karten, die sind beliebter, es gibt Karten, die sind unbeliebter. Und dieser Zerlord ist halt jetzt nicht so die beliebteste Karte zum Verkaufen, muss man einfach sagen. Genauso wie dieser Adams hier, der ist auch nicht so gut. So ein Traoré von Gladbach, der ist natürlich perfekt, der geht, glaube ich, für um die 900 weg. Ist natürlich auch wieder ein leckerer Gewinn beim Traoré. Also ihr seht das hier, es läppern sich hier die Coins zusammen, Freunde. Das ist auf jeden Fall gutes Kapital, das man hier mal schafft, wie ich finde. Also das geht auf jeden Fall klar. Gerade wenn ihr jetzt am Anfang wenig habt, könnt ihr diese Methode sehr, sehr gut machen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Freunde. Wir schauen auch nochmal, ob sich was verkauft hat. Muss nicht unbedingt sein, okay, hier sind jetzt für 500 ausgelaufen. Der sieht sehr, sehr gut aus, dass wir den nächsten hier von den Bronzespielern für 150 bekommen und auch bei ihm wieder 500 Münzen Gewinn machen. Wollte schon 500k sagen, das wäre natürlich so schön. Haben auch direkt 2 Verkäufe wieder. Embolo 2-mal weg. Wenn ihr natürlich seht, okay, oh, Embolo ist jetzt für 750 direkt 2-mal weggegangen. Wenn ihr es nächstes Mal erboten habt, wisst ihr, okay, für 750 geht er sofort weg. Ich spiele den für 800 an. Geht er das nächste Mal dann auch für 800 sofort weg, geht ihr immer in 50er Schritt hoch, bis es ein bisschen dauert, bis er weggeht. Also ich würde die nie, dass die sofort weggehen, reinstellen. Bei Embolo war das halt jetzt der Fall. Aber wie gesagt, ich würde das so nicht empfehlen, Freunde. Außer ihr sagt, ihr habt nicht mehr viel Platz oder ihr wollt schnell eure Münzen haben, könnt ihr das natürlich auch machen. Dann gucken wir uns nochmal, ob wir den Leipzig-Typ bekommen haben. Wir haben den Leipzig-Typ bekommen für 150. Haben gesehen, der geht ungefähr für 600 weg. Wie gesagt, ist das auch nochmal ein guter Gewinn hier. Die MLS-Spieler, wie gesagt, auch 200 pro Karte, was ordentlich ist. Er hier, stellen wir für 650 rein, wird weggehen. Haben wir hier auch nochmal 500 Münzen Gewinn gemacht. Ihr seht das hier, 250 müsst ihr schon bieten, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich überboten. Also die bekommen wir wahrscheinlich auch beide. Geht auf jeden Fall klar, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den 3 Methoden. Ist auf jeden Fall, ja, gut, wie ich finde. Könnt ihr auf jeden Fall ein paar Münzen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt das in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.